Wie gut sind die neuen Kleinfeldligen wirklich? Baller League, Icon League und Kings League. Ey, sehr interessantes Video, das gucken wir uns mal an. Mal gucken, wie das Niveau da wirklich ist. Und ja, Freunde, bin sehr gespannt. Lasst gerne ein Like da für mehr solcher Videos. Lasst gerne kostenlos knapp Abo da. Zwei Jahrzehnten. Und ich würde sagen, danke fürs Zugucken schon mal jetzt, denn es wird sehr, sehr spannend. Bleibt von Anfang bis Ende dran. Begeisterte auf der PlayStation, die Videospielreihe FIFA Street. Cool, Alter. Boah, Digga, das war so ein die geiles größten Game früher. Fußballstars auf der Straße oder in Hallen. Ein Spiel mit mehr Tempo, Skills und Toren. Und das Ganze wird nun in das wahre Leben übertragen, in den drei neuen Ligen, die auf die Namen Kings, Baller und Icon League hören. Der gemeinsame Nenner der Ligen ist es, mit prominenten Namen und ausgeklügelten Regelwerken ein interessantes Kleinfeld-Fußballturnier zu veranstalten. Während die Kings League vom Ex-Barcelona-Spieler Gerard Piqué und einer Investmentgruppe gegründet wurde, handelt es sich bei der Baller League um eine von Mats Hummels und Lukas Podolski. Bei der Icon League haben sich Streamer Elias Nerlich und Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos zusammengeschlossen, um die beste Kleinfeldliga zu gründen. Doch wie genau funktionieren diese Ligen? Verfolgen alle dasselbe Konzept? Und erwartet uns wirklich neuer interessanter Fußball oder ist das alles doch eher für die Tonne? Heute. Ja, das werden wir rausfinden scheinbar. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt. Er steckt da wahrscheinlich sehr im Thema drin und hat sehr viel recherchiert. Klären wir auf. Kommen wir zuallererst zur bereits laufenden Baller League. Diese wird von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und BVB-Profi Mats Hummels veranstaltet und wurde mit den Worten eine neue Ära und Rückkehr zum ehrlichen Fußball angekündigt. Es handelt sich dabei um ein Hallenturnier mit eigenem Regelwerk. Das Projekt der beiden wird bereits seit dem 22.01. wöchentlich kostenlos auf Twitch übertragen. Kommt ja auch sehr gut an auf Twitch, muss man sagen. Die Zahlen sprechen für sich, ne? Den Spieltag kann man sich im Nachhinein über Twitch und Join angucken und Pro7 Max überträgt das Highlight-Spiel. Die Teams treten mit jeweils 6 Spielern auf einem 29x50 Meter großen Spielfeld über 2x15 Minuten gegeneinander an. Insgesamt gibt es immer 11 Spieler pro Mannschaft, bei denen 9 über einen Draft und die anderen 2 per Wildcard in den Kader berufen werden. Einfach wie ein Basketball fast. Voll geil. Von Ende Januar bis Anfang April werden in der Kölner Motor World 11 Spieltage ausgetragen. An jedem Spieltag werden 6 Partien stattfinden. Am 6. April dann gibt es ein Final Four Turnier in einem echten Fußballstadion, wofür sich Fans auch Karten kaufen werden können. Auch das Regelwerk der Baller League hat einige Kniffe. In den letzten 3 Minuten jeder Halbzeit wird per Glücksrad eine Regeländerung ermittelt, was unter anderem dafür sorgen kann, dass die Teams plötzlich nur noch mit einem Ballkontakt spielen oder nur noch per Volley abschließen dürfen. Auch die Schiedsrichter sind mit Bodycams ausgestattet und übertragen somit Live-Bilder aller Partien in Echtzeit. Junge, voll geil eigentlich, ne? Und die 12 vertretenen Teams sind so aufgestellt. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten wie Lukas Podolski, Felix Lobrecht, Montana Black, Max Kruse, Kevin Prince Boateng, die Jungs von Calcio Berlin, Gamer Brother und bilden Teammanager der Mannschaft. Ich habe gehört, was die Jungs da alle so für Gagen bekommen sollen, ne? Also die Team-Captains. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Geld in diesen Ligen steckt. Also Geld ohne Ende kriegen die alle. Das ist komplett verrückt. Ich darf natürlich nichts leaken oder so, aber wenn ich euch sage, unendlich viel Geld ist da drinne, dann ist da unendlich viel Geld drinne. Krank, ey. Ich wäre auch gerne Team-Captain, sage ich mal, wie es ist. Der Spielerpool der Teams besteht zum größten Teil aus Regional-, Ober- und Landesliga-Kickern, die sich im Vorhinein an den 3 Auswahltagen bewerben konnten. Aber nicht nur unter den Teammanagern, sondern auch auf dem Platz finden sich alte Fußballprofis. Namen wie Marcel Heller, Christian Clemens oder Moritz Leitner kicken bei dem Event mit und können schon krank, ne, dass einfach so Ex-Profis da mitspielen, aber so wirklich mitspielen. Mit ihrer Profi-Erfahrung die Qualität der Spiele nach oben schrauben. Mats Hummels sagte, Zitat, wir wollen mehr in Richtung Straßenfußball gehen, das Ganze transportiert in die Halle auf eine große Bühne. Voll geil, Mann. Finanziell und organisatorisch werden hier große Geschütze ausgefahren. Mit Thomas de Boer haben sie den ehemaligen Managing Director von Twitter Germany und DAZN an Bord. Xing investiert als Gründungs- und Hauptpartner einen mittleren siebenstelligen Betrag.
Und auch unter anderem Vodafone und Samsung finden sich auf der Sponsorenliste wieder. Ja, daher kommen wahrscheinlich auch diese Gelder, die diese ganzen Influencer bekommen. Erster Spieltag konnte dabei auf Twitch 1 Million Aufrufe sammeln und hat auch auf Instagram bereits die 160.000 Abonnentenmarke geknackt. 192. Doch, dann gibt es auch noch eine andere Liga, die ohne eine Partie ausgetragen zu haben, auf Instagram bereits die Marke von 230.000 Abonnenten geknackt hat. Die Rede ist dabei von der Icon League. Angefangen wird diese nach der Heim-EM 2024. Die zwei von Präsidenten Eli, ne? Und somit auch die zwei Köpfe hinter der Liga sind der deutsche Streamer Elias Nerlich und Toni Kroos. Die Liga wird höchstwahrscheinlich mit 12 Teams an den Start gehen. Jedes Team bekommt dabei eigene Trikots, eigene Social-Media-Seiten und jeweils mindestens einen Teamkapitän. Der erste Teamkapitän, der bereits vorgestellt wurde, ist der Rapper Luciano, Krank. Der 2022 der meistgestreamte deutsche Künstler auf Spotify war. Krank. Der zweite Name dann wurde Real Madrids Verteidiger David Alaba, der zusammen Krank. Mit Niklas Wilson ein Doppelteam gründen wird. Oh. Die weiteren Namen werden über die Zeit bis zum Start des Turniers Stück für Stück veröffentlicht. Dabei soll es sich um sehr große Namen aus verschiedenen Branchen handeln. Bro, einfach Luciano und Alaba, hä? Wie krank ist das, ne? Und dann noch mit Toni Kroos zusammen gegründet. Eine möglichst große und durchmischte Community Interesse an der Liga entwickeln soll. Und die ersten zwei veröffentlichte Teamkapitäne setzen die Messlatte ziemlich hoch. Mhm. Wie das Kleinfeldturnier im Detail ausgestaltet wird? Toni Kroos hat bereits von einem schnelleren, abwechslungsreicheren, actionreichen, ereignisreicheren Spiel, in dem es plötzlich unvorhersehbare Wendungen geben kann, gesprochen. Die Spieler, die reinkommen, werden ebenfalls durch ein Draft-System ins Spiel gebracht. Ob es am Ende ein 5 gegen 5, 6 gegen 6, ein Spiel mit Bande oder ohne Bande sein wird, ist noch nicht festgelegt. Fest steht allerdings, dass das Turnier in Deutschland stattfinden und kostenlos über Twitch ausgestrahlt wird. Nährlich ist es ebenso wichtig, dass die Spieler der Teams fußballerisch begabt sind, damit man sich qualitativen Straßenfußball angucken kann und es nicht zu einem Spaßspiel für seichte Unterhaltung verkommt. Laut OMR-Recherchen mischen im Hintergrund der Icon League ebenfalls große Namen mit. Dabei unter anderem folgende drei Gesellschaften. Ich bin gespannt. Two Sides, ein Berliner Label und Management, wo unter anderem Apache 207, Bowser und Breezy gesigned sind. Okay. 360 Media, wo unter anderem Spielerberater Volker Struth und Toni Kroos unter Vertrag sind. Und Rabona, eine Sport-Creator. Ja, das ist Elis Management. Ja, okay, aber jetzt nicht so wie vorher, Samsung und so. Wisst ihr, was ich meine? Und Eventmanagement-Agentur. Nährlich sagte zu seinem neuen Projekt, Zitat, es kamen einige auf mich zu und wollten, dass ich ihren Ligen beitrete. Aber da stand mein Beschluss schon längst fest. Eine eigene Liga. Erstellt nach den Ideen und Vorstellungen von Toni Kroos und mir unsere Liga. Nährlich hatte bereits mitgeteilt, dass es Gespräche mit Piqué gab, in denen es um eine Zusammenarbeit ging, sie schlussendlich aber nicht auf einen Nenner gekommen sind. So krass, wie Eli einfach immer alles selbst macht, ne? Das ist so krass, so viel mehr Risiko, aber auch so viel mehr Geld, wenn es am Ende klappt. Aber hat man ja bei Elevate gesehen, macht einfach seine eigene Modemarke auf, dann hat man das bei VitaVet gesehen, bringt sein eigenes Wasser raus, bei seinem eigenen Fußballverein macht dann einfach, Digga, das ist krank. Und da er lieber zusammen mit Kroos etwas Eigenes machen wollte. Eine Zusammenarbeit mit der Kings League von Piqué sagte ihm also nicht so zu. Schauen wir uns diese Liga mal genauer an. Erzähl was mal. Man vorwegnehmen Kings League habe ich gar keinen Plan. Kann, die Kings League ging extrem durch die Decke. Ja. Es gab 15.000 Bewerbungen von Fußballspielern. Und auch zuschauertechnisch lässt sich der Erfolg sehen. Die Kings League weist 500.000 durchschnittliche Zuschauer vor. Es wurde auch bereits ein Finalspiel im Camp Nou abgehalten, bei welcher die Kings League vor ausverkauftem Stadion gespielt wurde. Das Stadion, was hier bis 2000... Ausverkauft ist hart, ne? Wie viele Leute passen ins Camp Nou rein? 25 virtuell auch ausfüllen wollen. Helft uns gern bei dem Ziel und abonniert den Kanal, um mitzunehmen. 99.000 Tickets. Vielen Dank. Der Erfolg der Kings League ist sogar so enorm groß, dass das Ganze nun international erweitert werden soll. Doch dazu später mehr. Kommen wir erstmal dazu, wie die Kings League überhaupt genau funktioniert, was sie so besonders macht und wie es mit den deutschen Ligen in Zukunft aussehen könnte. Die Kings League des früheren Katalanen findet bereits seit Januar 2023 statt. Schon lange. Dabei treffen in einem 7 gegen 7 Kleinfeldturnier jeden Sonntag in einer Halle im Hafen von Barcelona Teams aufeinander.
Die Matches gehen dabei jeweils 2x20 Minuten und werden, wie zu erwarten, kostenlos auf Twitch übertragen. Wie auch die anderen Kleinfeldligen hat die Liga von Piquet einige arcadeartige Spielelemente, die dafür sorgen, dass die Partien zu einem showartigen Produkt werden. Beispielsweise gibt es bei Unentschieden ein Shootout. Dabei laufen die Fußballer vom Mittelkreis aus los und treten in einem Elfmeterschießen gegeneinander an. Den Anstoß erspielen sich die Teams mit kleinen Sprints. Bei gelber Karte gibt es eine 2-minütige Strafe und bei roter Karte eine 5-minütige, wonach der sanktionierte Spieler danach nicht mehr in das Spiel eingewechselt werden darf. Auch hier sind die Schiedsrichter mit Bodycams ausgestattet und begründen ihre Entscheidung live mit den Fans. Und dann gibt es auch noch sogenannte Action Cards. Diese werden von den Teams gezogen und könnten dann im Laufe der Partie eingesetzt werden. Was allerdings auch. Einfach Mystery Ball in Real Life machen, die das voll geil, Mann. Ich liebe ja diesen Modus Mystery Ball in EAFC oder in FIFA. Wenn Karten draufsteht, erfahren Fans und das gegnerische Team erst dann, wenn die Karte auch tatsächlich eingesetzt wird. Diese können beispielsweise einen sofortigen Elfmeter auslösen, einen gegnerischen Spieler für 2 Minuten ausschließen, für 2 Minuten dafür sorgen, dass die eigenen Tore doppelt gewertet werden und vieles mehr. Ja, manche Sachen sind echt undankbar. Stell dir vor, du führst 1-0 mit Ach und Krach, auf einmal Action Card, bumm, Elfmeter für die andere Mannschaft, 1-1. Das ist schon echt undankbar, man hat, glaube ich, echt Frust dabei. Das Ganze an ein Gesellschaftsspiel, welches immer wieder überraschende Wendungen nehmen kann, ja. Wie das Glücksrad in der Baller League. Zu den Präsidenten der Kings League gehören unter anderem Sergio Kun Agüero und Iker Casillas. In den Teams selbst sind Ex-Profis, Futsalspieler und auch Amateurfußballer, die fußballerisch etwas auf dem Kasten haben. Die Kader der 12 Teams bestehen jeweils aus 12 Spielern. Auch hier werden jeweils 10 per Draft-Verfahren ermittelt. Spieler 11 und 12 nehmen eine besondere Rolle ein. Bei denen handelt es sich um ehemalige oder noch aktive Profis. Der 11. spielt für die gesamte Spielzeit bei einem Team mit und der 12. kann Woche für Woche als Joker wechseln. Drei der bekanntesten waren hierbei bislang Ronaldinho, der in einer rosafarbenen Limousine vorgestellt wurde, Chicharito und Joan Capdevila. Um 2024 auf Expansionskurs zu gehen, sucht die Kings League Standorte mit starker Fußball- und Streaming-Kultur. Ziel sei es, dass die Kings League 8 bis 10 nationale Wettbewerbe hat und diese in einem internationalen Wettbewerb mündet. So wie es seit vielen Jahrzehnten im Profifußball gang und gäbe ist. Als Präsidenten des brasilianischen Standortes gelten als 2 große Wunschkandidaten Neymar und Ronaldinho. Doch die Kings League wird nicht nur länderübergreifend erweitert. Im vergangenen Jahr begann bereits die Queens League für Frauen und im Sommer der Prince Cup für Kinder geht ebenfalls an den Start. Kein Wunder, das Ganze ist ein Riesenerfolg. Die Trikots werden von Adidas gesponsert. Der Stadionpartner ist Cupra und zu den Hauptsponsoren gehören McDelivery und Spotify. Um die Expansion ebenfalls voranzutreiben, ist es ein Ziel, dass man englischsprachig wird, um aus der südamerikanischen und spanischen Bubble, die größtenteils aus Spanien, Mexiko und Argentinien besteht, rauszukommen. Beim Vergleich der Projekte fällt auf, dass sich die Formate vor allem in Kleinigkeiten unterscheiden. Alle Ligen setzen auf kleine Felder, ähnliche Spiellängen und nahezu auf gleiche Teilnehmeranzahlen. Auch die Spielerauswahl erfolgt in allen Ligen durch ein Draft-System. Zudem finden in allen Ligen, ist es so mit Mystery Cards und so, Ligen die arcadeartigen Elemente statt, die das Spiel spannender machen sollen. Das Ganze übertragen auf Twitch und präsentiert von vielen berühmten Persönlichkeiten. Aufgrund der starken Ähnlichkeit der 3 Ligen werden vermutlich die teilnehmenden Spieler, Kapitäne und die Umsetzung entscheiden, welches der Formate sich am ehesten durchsetzen wird. Und naja, dadurch entsteht Konkurrenz. Also Border League funktioniert schon echt krass. Ich kriege am meisten davon mit, weil das in Deutschland stattfindet. Von Kings League habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Klar, am Anfang schon, aber habe ich nie verfolgt. Ich bin gespannt, wie das bei Eli abgehen wird und Groß. Ich glaube, die haben ja auch eine sehr krasse Reichweite, deswegen kann das auch sehr abgehen. Aber die Baller League ist halt viel früher an den Start gegangen, ne? Auch wenn zwischen den Parteien kein böses Blut herrscht. Und diese Konkurrenz wird wohl einen Wettstreit um die interessantesten Persönlichkeiten auslösen. Der Fußball, wie wir ihn kennen, ist zwar Liebe, doch kein neuartiges Medium, welches darauf getrimmt ist, die junge Generation, ähnlich wie TikTok, anzusprechen. Die Art und Weise der Ligen ist vor allem für eine jüngere Zielgruppe sehr interessant.
Doch auch eine ältere Zielgruppe könnte hierbei Gefallen finden, da das Ganze ein Stück weit an alte Formate wie beispielsweise Hallenmasters des DFBs erinnert und letztendlich kostenlos übertragen wird. Das nachlassende Interesse an langwierigen Filmen, Serien und auch Fußballpartien hin zu kurzen Videos wird somit zu einem Vorteil erschlossen. Die Kings League von Piqué hat bereits im spanischsprachigen Raum gezeigt, wie es zu einem Riesenerfolg werden kann. Ja, aber das liegt auch daran, dass das Interesse sinkt an den ganzen Preisen. Man braucht mittlerweile 47 Abos, um irgendwie Fußball gucken zu können. Und darauf haben viele keinen Bock und auch nicht die finanziellen Mittel dafür. Früher hat man einfach Sky gehabt oder Premiere oder so und fertig. Da konnte man alles gucken. Jetzt brauchst du DAZN, Sky, Digga, hier noch was, da noch was, hier noch was. Ja. Der enormen Reichweite und des extremen Marketingpotenzials der Icon und Baller League erwarten uns auch im deutschsprachigen Raum zwei sehr spannende Produkte. Doch wie es bereits auch von Nerlich betont wurde, das Ganze ist kein Aufstand gegenüber dem Fußball, den wir alle lieben, sondern ein Extra, um noch etwas nebenbei zu haben. Und so sehe ich das auch. Reichweitentechnisch erreichen natürlich Nerlich und Groß eine riesige Zielgruppe, aber auch Hummels und Podolski haben mit ihren Teilnehmern, die unter anderem auf die Namen Montana Black, Diar und Gamer Brother hören, extremes Potenzial. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche der Ligen die Nase vorne haben wird. Und was glaubt ihr, welche Ligen hat die Nase am Ende des Tages vorne? Ist es die Baller League, die Kings League oder die Icon League? Lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Ich glaube, Elis Liga wird auch sehr krass. Auch wegen den Leuten und wegen Elis Reichweite und dann noch mit Toni Kroos zusammen. Baller League macht es ja schon sehr gut, deswegen muss ich dazu nicht viel sagen. Ich bin gespannt. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.